Hi Leute, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft School. Wie hieß das School noch gleich? Ja, also. School Reloaded. Ja, genau. Also School Reloaded. Ich würde jetzt nicht unbedingt nochmal Lobby gehen. Das ist jetzt nicht so das Schlauste, was man gerade machen kann. Nämlich Leute, der School Server ist komplett voll. Wie man hier im Tab auch sehen kann, denke ich mal. Und es werden auch die ganze Chest Booster gemacht. Also hier der komplette Tab ist einfach nur voller Leuten, die Ränge haben. Und zwar ist jetzt nämlich das neue School endlich mal da, und das neue School besteht eigentlich einfach nur aus dem alten School zusammengemischt. Also es besteht so aus den alten Schools und aus Skyblock. Also die Erdspawner und so und alles sind von Skyblock, aber jetzt ist sowas wie Warzone und die Map und sowas ist alles noch vom alten School, und die Items sind tatsächlich auch vom alten School. Also es gibt jetzt hier zum Beispiel eine Teufelsklinge, die extrem overpowered ist. Also wenn man jetzt schon die Rüstung, ja, Haustier-Case, die ist... Das ist auch vom alten School, ne? Haustier-Case gibt es ja eigentlich überall, deswegen... Ja, also auf jeden Fall, Leute, wir haben es jetzt 22 Uhr und eigentlich ist der School-Server 18 Uhr released. Und tatsächlich bin ich bis jetzt nicht auf den Server draufgekommen. Also der Server ist die ganze Zeit überfüllt. Und was ich dann auch noch richtig ehrenhaft finde, ist, sobald der Server, sobald man nur noch unter 150 Leute drauf waren auf dem Server, haben die erstmal das Limit auf 120 gesetzt. Hauptsache, man muss sich VIP kaufen, um drauf zu kommen, ne? Und jetzt bin ich endlich auch mal drauf und kann auch eigentlich auch mal anfangen zu spielen. Also ich persönlich habe mir eigentlich auch erhofft, dass es halt mal was komplett Neues gibt. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das erste Kit hier ab. Also Holzkit. Ja, das müssen wir jetzt die ganze 30 Mal, glaube ich, abholen. Ja, 30 Mal müssen wir das abholen. Und ja, eigentlich will ich direkt wieder bis zum Kopfkit sweaten, weil dann kriegt man wieder übelst viel XP und so. In Skyblock hatte ich am Ende jetzt das Kopfkit eigentlich schon über 250 Mal sogar abgeholt. Also, ja, wird wahrscheinlich 2 Wochen dauern, bis ich jetzt beim Kopfkit bin. Okay, und ich würde sagen... Oh, ich habe gerade die Picke weggeworfen. Ja, ich würde sagen, ich gehe einfach jetzt mal Warzone. Es sind eh die ganze Chestbooster. Hier reitet schon jemand lang. Ja, und jetzt ist natürlich das Geilste einfach, dass die Leute noch keine Rüstung anhaben und so. Und dass man jetzt jeden eigentlich bekämpfen kann, und selbst die Leute, die sich immer zusammengeschlossen haben, haben jetzt nicht mal so einen großen Vorteil. Und tatsächlich ist die Warzone jetzt auch so, dass man jetzt als Non-IQ mehr Chancen hat tatsächlich. Okay, ich tritt erstmal hier dem Haus bei. Man, es laggt auf jeden Fall dermaßen, weil hier so viele Leute das on sind, also... Das tut mir leid, wenn jetzt die Aufnahme so ein bisschen rumspackt. Achso, wir können das mit dem Kuchen noch machen, oder? Gibt's die wieder, die Person? Nee, ne? Nee, es gibt nur die normalen Quests. Von Skyblock. Ah, das ist lame. Geh zum Schulleiter und trete einem Haus bei. Achso, das muss ich machen, okay. Haus beitreten. Laufe 200 Blöcke. Ja, dies, das, Ananas. Können wir auch mal schnell machen. Oh, es leckt ja wirklich so sehr. Also habe ich gar nicht geguckt. Muss gleich dastehen. Ja, Lost, stimmt. Ich bin jetzt vielleicht ein anderes Haus. Dragon Wings. Okay, ja. Ja, Wolfclaws ist besser, aber egal. Ich bin Golem Guards. Oh, das ist ja das Schlimmste von allen. Die kriegen nie die Daily Dings XP. Ja, aber kann sich ja jetzt auch geändert haben beim neuen School, wenn halt ja die ganzen krassen Leute in meinem Haus sind. Ja, das stimmt. Das Interessante ist jetzt natürlich erstmal, dass alle noch nicht so hoch sind. Also, wir können ja gleich mal die Ranglisten angucken, wie es da aussieht. Und ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, ich will jetzt auch erstmal Warzone gehen am Anfang. Okay, jetzt noch 50 Mal springen. Wieder mal das übliche Minecraft-Tutorial. Ja, also die erste Folge wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen. Also ich will jetzt nicht nur 20 Minuten machen oder so. Digga, der Assi, der Len, der kann nicht sondern nicht angreifen, aber der campen voll die am Eingang zur Warzone und tötet jeden, der dann. Echt jetzt? Ja. Die Assi. Oh, ich habe eine Steinpicke bekommen. Die ist zwar komplett zerstört, aber ich meine... Steinpicke haben oder nicht? Ja, Steinpicke haben oder nicht haben. Das, ich kann sie auch reparieren. Aber wenn du willst. Also wenn du willst, kann ich doch eine geben. Ach ja, Slash School Befehl, da werden halt die ganzen Befehle angezeigt, machen wir auch mal schnell. Daily Reward, oh, wo war denn der im alten School? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt der Marktplatz ist praktisch gar nicht existiert. Das sind jetzt alle wieder auseinander, die ganzen Händler. Da ist der Daily Reward. Okay, Slash Spawn. Nice. Baue Stein in der Mine ab. Ja, ich gehe mal zum Schmied und repariere mal hier. Meine Picke und Kit abholen, ey, das ist jetzt wieder so brutal. Die ganze Zeit Kit abzuholen, Leute. Das Ding ist, ich bin es jetzt so gewöhnt, alle 35 Minuten Kit abzuholen, weil es halt das Krieger-Kit hier ist. Das erste Kit, wo man eine XP-Bottle bekommt. Deswegen lohnt sich ab dem das immer abzuholen später. Und ja, deswegen hole ich gar nicht mehr alle 5 Minuten mein Kit ab, weil ich es einfach gar nicht mehr gewöhnt bin. Okay, wo ist nochmal der. Ah, hier, Schmied. Genau, hier können wir mal kurz reparieren. 49. Okay, und ich würde sagen, dann bauen wir mal 100 Steine ab. Ja, und Leute, das Ding ist halt, ich hätte auch sehr gerne am Anfang schon reingesweatet, aber ich bin halt überhaupt nicht auf den Server gekommen, weil der die ganze Zeit überfüllt ist.
Und ja, das nervt halt absolut. Okay, ich würde sagen, hier ist jetzt echt so krass, dass ich wieder gar keine Mine habe. Im alten School war ich jetzt Mine 24. Das dauert ja so ewig. Wir hätten die Pick auch mal verzaubern können. Hat jemand schon einen Verzauberungsstich? Von uns noch nicht, ne. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, baue ich mal 100 Steine ab. Ja, und das ist echt krass, wenn der Tab einfach so voll ist. Also eigentlich, man kann es so zusammenfassen. Sie haben die schlechten Elemente aus Forum mit den schlechten Elementen aus Skyblock zusammengefügt. Also ich muss schon sagen, ich bin von dem School eigentlich sehr enttäuscht, weil ich dachte, es kommt halt eine neue Lobby und sowas. Aber es ist halt eigentlich irgendwie einfach so gar nichts Neues. Das Einzige, was ich jetzt Neues mitbekommen habe, war eigentlich diese Wahrscheinlichkeit hier beim Dungeon. Also hier gab es vorher nur Combat und Mining. Dass sich das halt verdoppelt. Dass hier verdoppelt sich der Angriff in der Warzone, hier die Erze und hier jetzt noch der Schaden an Dungeon-Monstern. Das ist das Einzige, was jetzt eigentlich so wirklich neu ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch schon auf Skyblock gab und wir das einfach nur nicht bemerkt haben. Halt mit dem Dungeon-Update sozusagen. Und ja, deswegen gibt es eigentlich nichts Neues und die haben einfach nur die alten Skills zusammengewürfelt. Und hoffen jetzt wahrscheinlich, dass sich Leute noch mehr Chestbooster kaufen oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde Skull Skyblock bisher sogar besser als das Cool, was jetzt neu ist. Außer, dass ich schon irgendwie cool finde, dass man jetzt. Oh, noch ein Stein. Okay, haben wir auch die Quest. Verkauf den Stein beim Händler. Ja, okay, das können wir gleich machen. Ja, Chest Booster mal wieder. Ich gehe dann auch mal später Warzone. Ich will auch mal die paar Cases haben. Ja, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, das Schöne an der Warzone jetzt ist halt, dass auch Non-EQs einen sehr großen Vorteil haben, weil es gibt zum Beispiel Lava. Das heißt, man könnte sich jetzt dort irgendwie schützen in der Lava. Es gibt diesen Elderbaum, auf den man draufgehen kann. Wenn da jemand runterfällt, ist er me in meisten Fällen instant tot. Und da kann man auch. Also mit Prot 4 gegen Leute mit Prot 6 gewinnen und sowas. Und die Warzone ist allgemein viel freundlicher für Leute, die auch nicht so krassen Stuff haben oder so. Und ich habe jetzt 11.140 Gems durch die Aufgaben. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt einen Plot kaufen sollte oder was kostet die neue Mine? 12k oder so, ne? Kostet die. Weiß nicht genau. Ich habe mir erstmal einen Plot gekauft. Da sind auch schon ein paar Bücher, die Flexi nicht gesammelt haben. Okay, gehen in die Dungeon-Welt. Sehe ich. Dungeon. Machen wir auch mal. Töte in den Dungeons 35 Monster. Oh, das ist immer diese anstrengende Anfangsaufgabe. Oh, ich muss Kit abholen. Ich vergesse das immer, ey. Im Grunde ist jetzt einfach genau derselbe Anfang wie auf Forum oder halt auf Skyblock, je nachdem. Also, ich war auch noch nie komplett beim Anfang dabei. Also, Skyblock hatte ich auch 2 Wochen später angefangen. Oder 4 Wochen später, glaube ich sogar. Oh, Alter, wie schnell geht dieses Schwert auch kaputt, ey? Nee, muss los. Oh, in einer Minute erst wieder, ey. Das ist das. Dieser Anfang, ey, ist so anstrengend ohne Höllenvollrüstung. Stimmt, es gibt auch keine Höllenvollrüstung mehr eigentlich. Keine Ahnung, mit was man jetzt im Dungeon so farmt dann. Hier schon wieder Chestbooster. Ja, und Leute, es gibt auch schon welche, die haben jetzt schon Diamantbrecher. Also ich glaube, 2 oder 3 Leute haben tatsächlich schon Diabrecher. Was ziemlich krass ist. Und ich würde wirklich gerne mal diese Quest abschließen, aber die Holzschwerter sind einfach in einer Sekunde schon kaputt. Oha, der Plot ist voll clean. Wie geil. Das ist auch neu, oder nicht? Hey, war das hier da? Ja, das war alles da. Das Einzige, was ich geändert habe, ist der Gear. Auf jeden Fall öffne ich jetzt mal die erste epische Case. Großschwert des Königs. Schärfe 6. Warum hat alles hier Schärfe 6, Mann? Plünderung, es gibt einfach Plünderung. Wenn man da noch Wilderei drauf klatscht, bestimmt geil. Was alles schon gibt, ey, ist echt krass und es ist gerade mal episch mit Schärfe 6. Okay, ich würde sagen, ich öffne jetzt mal die epische Case. Also, Janis und Flex, die sind jetzt auch noch am Spielen. Mo musste schon wieder offgehen. Aber der hat auch schon ziemlich reingesweatet. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Platz 1 ist. Rang 5 nur noch bei getöteten Monstern. Und bei getöteten Dungeon-Monstern ist er immer noch Rang 1. Okay, also Flexi zum Beispiel hat jetzt schon eine Axt des Holzfällers und die ist sogar episch und Schärfe 5 und alles. Ist ziemlich krass. Ja, die hat Flexi jetzt schon gezogen und ich persönlich kenne die Items alle noch nicht mal. Deswegen ist eigentlich schon ziemlich nice. Also viele Items von vorn kannte ich jetzt gar nicht so unbedingt. Okay, und ich würde sagen, ich öffne jetzt mal die epische Case. Okay, ich hoffe, die Case gönnt mal heute. Oha, stimmt, es gibt jetzt auch wieder ungewöhnliche Items, das ist echt geil. Okay, komm, bitte gönn, bitte gönn. User joined your channel. Nein. Ja, jedenfalls Leute, was ich hier gezogen habe. Wir hatten ja eben über was geredet, was im Chat war, ne? Also hier, wo war das? Hier ein gewisses Großschwert des Königs. Ach, das ist Eisen. Deswegen ist das nur episch anscheinend, weil es Eisen ist. Eisenschwert, aber Schärfe 6. Ziemlich krass natürlich. Ja, also an dieser Stelle, gehe ich dann auch mal, also ihr habt mir jetzt eigentlich schon mal gut Stuff für den Anfang gegeben, ne? Und ja, also, naja, bis dann, ne? Also die neue Plotwelt gefällt mir persönlich besser. Ich glaube, das ist die Plotwelt von Novum, oder?
War die nicht in Novum irgendwie so? Also ich weiß nicht genau, wie das war, aber auf jeden Fall im Forum standen ja noch so übelst viele Bäume und Büsche und alles. Und so gefällt mir die Plotwelt eigentlich von allen am meisten, finde ich. Also ich finde die so sehr schick. Okay, und ich würde Soll ich den Kopf sagen. mal in den Chat stellen? Ja, Jans hat schon einen Kopf bekommen, aber jedenfalls, hier sind die beiden Items. Und ja, wir haben einfach jetzt schon auch wieder ein episches Item. Das ist echt ziemlich lucky. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es jetzt auch noch wieder ungewöhnliche Items gibt. Das ist eigentlich echt geil. Ja, einfach so an den Baum geklatscht. Okay, und ich. Janis, kannst du mir Steinschwert geben? Ach nee, ja, geht ja nicht. Du musst eine Kiste nehmen und die abbauen dann. Ja, ich muss jetzt offline gehen, ciao. So, ich hab's getan. Ich bin vom Server runtergegangen und werde nie mehr draufkommen. Hier gibt es jetzt auch diese Level 3 Zombies wieder. Ich fände es geil, wenn die Level noch viel höher gehen würden. Also, ich glaube, die gehen ja jetzt nur noch bis Level 3 und damals gab es, glaube ich, sogar Level 5er Zombies. Aber ich meine, die haben jetzt ja auch schon Kette und Eisenteile. Und da hat schon jemand wieder einen Diamantbrecher 3000. Stimmt, das Einzige, was jetzt wieder geändert wurde trotzdem, ist, dass die trotzdem den Seltenheitsgrad haben. Und dass die beste Picke im Game trotzdem nur Effizienz 7 hat und nicht FE8. Also ich glaube, erst bei Events kann man dann wieder eine FE8 Picke bekommen, oder? Ich will noch dazu sagen, nee, FE7 ist das Beste. Eigentlich ist FE6, also zumindest auf den alten School-Servern, war FE6 bei dem Diabrecher das Maximale. Nein, Und nein, nur FE... früher. Nein, 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 FE7 gab es am Anfang, aber FE6 gab es dann später. Das ist wie bei der Teufelsklinge. Am Anfang hatte die Sharpness 6 Fire und dann später hatte die nur noch Sharpness 5 und kein Fire. Und beim Diabrecher hatte er am Anfang FE7 und dann nur noch FE6. Deswegen sollten wir halt unbedingt Teufelsklinge oder sowas ranholen, weil die halt sehr viel wert werden, ne? Ja, das stimmt. Ja, und Leute, ich werde mich jetzt einfach in School wieder mit Jannis, Mo und Flexi und vielleicht auch noch Sebi verbinden. Und ja, dann probieren wir einfach so schnell wie möglich voranzukommen. Und eigentlich hatten wir gesagt, unser Ziel ist eine Full-XP-Picke irgendwann, oder? Ja, Ja, also. auf jeden Fall. Okay, und ich habe jetzt schon 20 Monster, also so viele soll. Ja, perfekt, der stand einfach hinter mir. Korrekter Typ, muss ich sagen. Mann, alle, die irgendwie low sind, werden von anderen getötet oder laufen in die Zone, wo man nicht mehr hin kann. Im School Skyblock One hätte ich einfach die Monster. Oha, Double Gems Booster. Ich gehe gleich mal mine, würde ich sagen. Ja, und ich werde praktisch wieder für Mine und XP und sowas zuständig sein. Und die anderen mehr Warzone. Oh, mein Dungeon Monster Effekt ist jetzt hier schon auf Level 1. Ja, ich bin schon wieder gestorben, perfekt. Jetzt fehlen noch vier Zombies, dann habe ich es wenigstens mal geschafft. Und Kit kann ich auch nochmal abholen. So, du bist die Nummer 1. Kannst dich geehrt fühlen. Okay, Slash Skill. Achso, ja, okay, Skillpunkte verwenden, ja. Also, wir haben jetzt zwei. Löse einen Skillpunkt ein, ist ja auch noch die Quest, also muss man das auch noch machen, stimmt. Ja, okay, also, ich weiß jetzt nicht, was ich als erstes leveln will. Ich könnte Energie machen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich diesmal full auf Händler gehen sollte. Sowas wie Verteidigung ist halt auch immer nice. Oder vor allem Angriff ist eigentlich das Krasseste. Also, ich glaube, ich level mal Angriff auch ziemlich viel jetzt. Also, wir haben jetzt noch einen Skillpunkt und Angriff kostet dann jetzt wieder zwei. Okay, jetzt haben wir als Quest zur Warzone zu gehen. Das, ja, da gehe ich mal die Sachen auf den Plot. Oder ich hole mir erstmal die nächste Mine und dann kaufe ich mir den Plot. So, ich gehe erstmal nochmal zum Schmied und repariere die Picke. Und dann investiere ich in Minen. Hier, das Server ist einfach so unnormal voll, Leute. Okay, also, wo ist jetzt nochmal der Schmied? Ach, genau hier. Haben wir schon das Geräusch gehört? Picke reparieren. Knochenbrustplatte, Schutz 5 auch. Also die Sachen sind wirklich so krass, die es hier gibt. Eigentlich ist es geil gemacht, dass die jetzt wenigstens noch Seltenheitsgrade haben. Im alten School hatten die einfach alle irgendwelche Farben und zum Beispiel der Diamantbrecher war einfach so hellblau. Und jetzt ist das praktisch auch komplett nach Seltenheitsgraden gemacht und legendäre Items sind jetzt auch wirklich so orange halt. Aber wirklich das Niceste wäre eigentlich, wenn wir jetzt mal eine Picke ziehen würden. Also über eine Picke würde ich mich mit Abstand am meisten freuen. Ich meine, am Anfang können wir die eh noch nicht usen, weil es halt zu teuer ist. Aber dann später eben. Oh, die zweite kostet sogar 7500 nur. Okay, also Leute, hier gibt es jetzt sogar schon Eisen in der Mine. Also Mine 3. Die kostet nämlich 12.500. Ich dachte, die zweite kostet so viel. Ja, und das ist jetzt tatsächlich ziemlich geil, weil auch die ersten Spieler gerade mal 100.000 Gems haben und so. Und auch jetzt Tankbücher vielleicht so für 50k verkauft werden und so. Also das ist echt geil. Aber bisher braucht ja eigentlich noch keiner Bücher so wirklich. Außer man will schon jetzt schon Diamantbrecher hochziehen. Und was ich auch gar nicht geguckt habe, ist nach Angelminen, aber es ist eigentlich wieder mit Sockel und Siegel, oder? Ja, ich denke mal schon. Ich kann ja dann mal nachgucken. Weil wenn es jetzt auf einmal keinen Sockel und Siegel mehr gäbe, fände ich es eigentlich sogar ganz nice, muss ich sagen. Also, ja, beides wäre Das gibt's eigentlich. nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Also gibt es doch eine neue Neuerung. Und zwar Flexi hat gesagt, es gibt Staub mit irgendwelchen Totems und ach, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es jetzt anscheinend keinen Sockel und Siegel mehr. Das heißt, wir müssen die Items nicht mehr so anstrengend hochziehen, scheinbar. Och ne, jetzt ist meine Picke schon wieder fast kaputt und ich muss sie wieder reparieren. Weil ich will jetzt. Ah, hier ist noch eine Steinspitzhacke mit Haltbarkeit. Oh, lol.
Lost. Wie Eisen einfach jetzt krass ist am Anfang. Im alten School konnte man schon Emerald-Blöcke finden und so. Und hier freut man sich über ein Eisen, ey. Aber das ist auch echt ziemlich geil am Anfang. Und es gibt auch ja die Spawner, gibt es tatsächlich auch wieder. Und ich freue mich schon wieder, die Spawner hochzuleveln. Also das macht mir eigentlich immer am meisten Spaß. Und ja, Gem Limit sollte wie wieder so hoch sein wie letztes Mal. Also hier, ich kann jetzt schon 12 Millionen täglich verdienen mit Double Gem Boost. Ja, also voll in Ordnung eigentlich. Leute, was mir gar nicht aufgefallen ist, ich bin so lost. Ich habe einfach ein Rezept, ein OP-Goldapfel-Rezept. Bei ganzen 35 getöteten Monstern habe ich einfach ein OP-Goldapfel-Rezept. Ja, ziemlich lucky. Und ich verkaufe jetzt mal mein Stuff und... Ja, okay, 16.000 ist jetzt auch nicht so die Welt, muss ich sagen. Ich habe schon wieder vergessen, was die nächste Mine kostet. Ich sollte echt mal besser aufpassen. Vor allem ist ja sogar Double Gem, also normalerweise hätte ich gerade mal 3.000 bekommen. Ja, und Leute, die Stats sind jetzt echt nicht so die krassen. 250 Blöcke, Rang 220. Aktuelle Gems bin ich Rang 65 sogar, das ist krass. Ja, und ich will natürlich versuchen, wieder Mine zu sweaten. Und ja, dafür brauchen wir auch erstmal einen Diamantbrecher dann. Okay, Leute, die nächste Mine kostet 19.200. Ja, okay, darauf werde ich jetzt nochmal kurz. 19.200 ist in Ordnung. Und Leute, ich habe wirklich mega Bock, wieder Mine einfach hoch zu grinden und sowas. Also, ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal jetzt die Million Gems habe oder so. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal noch ein bisschen dauern, weil hier einfach weit und breit nur Stein ist. Und ich könnte auch mal versuchen, ein bisschen so zu strip-minen, damit ich auch mal Eisen oder so... Moin! Damit ich auch mal Eisen bekomme. Weil das tatsächlich ziemlich sinnvoll ist, wenn man die Erze ja eh direkt ins Inventar bekommt. Hier sieht man einfach schon, das Plot bei den Teilen ist einfach Plot 7. Und dann bei den Event-Teilen Plot 8. Das heißt, es ist ein ganzes Plot höher und die Effizienz bei Spitzhacken ist dafür ein Effizienz niedriger als jetzt in School Sky Block. Und ich finde das mega cool, dass es auch einfach so besondere Verzauberungen gibt. Zum Beispiel hat die jetzt hier Don. Und zum Beispiel jetzt in... Zum Beispiel diese andere, die Teufelsklinge, hatte zum Beispiel Verbrennung. Also die haben auch noch besondere Verzauberungen drauf. Und nicht einfach nur Prot und Haltbarkeit oder sowas. Das wäre auch ziemlich langweilig. Finde ich persönlich cooler als in School Sky Block. Achso, stimmt. Und ich habe auch noch die Quest mit dem Taxi. Die machen wir dann auch gleich mal. Aber erstmal will ich eigentlich versuchen, ein bisschen höher zu kommen in der Mine und so. Okay, wir haben 20.000. Dann gehe ich mal direkt nächste Mine. Und repariere davor mal noch meine eine Picke. Und die andere kann ich wahrscheinlich nicht reparieren, weil sie zu teuer ist, schätze ich mal. Also hier, wir sehen die kleine Picke 45 Gems und die andere... Ah ne, die andere geht auch. Ist nur Haltbarkeit. Das haben die anscheinend eingebaut. Weil sonst war es irgendwie so, dass eine mit Effizienz und Haltbarkeit gleich mal 18.000 gekostet hat zum Reparieren. Obwohl es eigentlich nicht krass ist. Ja, und die Angelmine gibt es jetzt auch wieder, aber... Ich weiß nicht, was man hier jetzt genau angelt. Also ob man hier wieder Fische für Sockel und Siegel, aber... Flexi meint eigentlich, man kriegt jetzt keine Fische mehr für Sockel und Siegel. Für Sockel. Deswegen schätze ich mal, das wird irgendwie anders funktionieren hier. So, und ich habe mir jetzt mal Mine 4 gekauft gleich. Oh, ich habe schon wieder nicht geguckt, wie viel Mine 5 kostet. Das ist immer dumm, nicht zu gucken. Aber hier gibt es schon Quarz jetzt. Obwohl Quarz doch, glaube ich, weniger kostet. So war das ja irgendwie. Quarz gibt es dann später, aber es ist weniger wert, glaube ich. So rum irgendwie war das. Aber na egal. Eigentlich besteht das jetzt nur aus Farm, die Folge. Aber ich werde erstmal versuchen, wenigstens ein bisschen voranzukommen hier. Okay, Chest Booster. Ja, eigentlich könnten wir auch mal probieren, ein paar Chestbooster zu looten. Aber das ist halt immer sehr risikoreich. Ich probiere jetzt eigentlich erstmal auf einen Plot zu sparen und danach können wir ja Chestbooster looten. Der Plot kostet ja auch jetzt 10.000, glaube ich. Was am Anfang eigentlich sogar relativ viel ist. Ja, und es wäre echt geil, wenn wir mal eine bessere Picke hätten. Aber da müssen wir halt wirklich drauf hoffen, dass wir eine gute Picke aus irgendeiner Case ziehen. Und das Taxi kostet beim ersten Mal, glaube ich, schon 1.200. Deswegen sollte ich jetzt am Ende so 11.200 mir zusammensparen. Damit ich mir einen Plot tun kann und dann noch das Taxi. Und das ist halt auch echt geil, weil man muss sich jetzt am Anfang wirklich so selbst hocharbeiten. Und es gibt niemanden, der dir jetzt irgendeine Picke schenken würde oder so am Anfang. Vielleicht... Ach, ich habe schon wieder vergessen, Kit abzuholen, merke ich gerade. Ich bin es echt gar nicht mehr gewöhnt, so oft das Kit abzuholen. Und es dauert auch nur 3 Minuten, der Cooldown, stimmt, nicht mal 5 Minuten. Erst später ist dann 5 Minuten. Und später muss man es dann immer 50 Mal abholen und nur der Cooldown wird höher. Okay, und wir sollen dann echt mal die Quests weitermachen, weil am Anfang bringt die echt ganz gut Gems. Also für den Anfang lohnt sich das schon. Hier ist gerade auch jemand aufgestiegen wieder im Level. Wir können ja mal slash XP machen und ich habe momentan 3017 nötige Erfahrung, 608 XP. Das sollten wir auch mal bald aufsteigen. Sind wir Rang 274 bei XP und Rang 120 bei Gems. Ja, anscheinend ist jeder die ganze Zeit nur Warzone. Was sich auch lohnt, also ist ja keine Frage. Gerade wenn man dann eine gute Picke bekommt oder so, lohnt sich das sehr. Und es ist auch einfach lustig, die ganzen Schwitzer aus School Sky Block auf Level 8 oder so zu sehen. Also trotz, dass die Minen so billig sind,
muss man ewig farmen, weil es überall nur Stein gibt. Ja, und ich hoffe dann ehrlich gesagt auch, dass wir diesmal vielleicht mal ein bisschen Glück haben, was jetzt so Sachen wie Case Luck angeht, weil es ist tatsächlich so, dass wir auf Skyblock nur Pech hatten. Also wir haben aus den Weihnachtscases nur Müll gezogen und bei den Halloween Cases kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, da hatten wir nur Futter. Da hatten wir aber auch nicht so viele Cases. Aber die Weihnachtscases waren wirklich bei uns absolute Abzocke. Aber ich würde gern wenigstens noch einen Plot haben in der Folge. Das wäre echt sehr toll. Und ich schätze mal, die Erze werden hier wieder genauso viel wert sein wie auf Skyblock oder halt auf Forum. Die waren eigentlich überall gleich viel wert. Das heißt, eigentlich kann ich wieder mit den Preisen dann rechnen. Und soweit ich weiß, ist ein Smaragdblock 10.000 wert. Bei Double Gem. Ah ne, bei Double Gem 20.000 und ohne Double Gem 10.000. Aber es sind jetzt schon 56% der Mine abgebaut. Das heißt mal, die resetzt sich wenigstens gleich. Oder was heißt gleich? Die paar Prozent dauern ewig hier in der kleinen Mine. Okay, so, jetzt ist die Mine fast resettet. Und sobald die Mine resettet, gehe ich dann mal oben hin. Oh, jetzt, die wird jetzt resettet, glaube ich. Ja. Und ich will unbedingt das Eisen hier haben. Okay, hier, das Eisen hole ich mir auch noch kurz. Okay, nice, dann haben wir auf jeden Fall genug. Ist echt nice, wie hier alle auf das Quarz und so geiern. Ja, später ist es halt so, dass selbst ein Anfänger nicht mal mehr Mine 1 gehen muss, weil du kannst theoretisch auch einfach in eine höhere Mine gehen. Und einfach das nehmen, was die anderen Leute dann wegwerfen später. Wenn die Leute alle schon Mine 24 sind oder so. Und dann kommen wir theoretisch sogar am Anfang schon schneller voran und fast direkt Mine 5. Was jetzt schon relativ schwierig ist. Also es dauert halt ein bisschen. Okay, jetzt haben wir 14.000, das reicht jetzt mal locker. So Leute, das heißt, wir gehen jetzt mal hier in die Plot-Welt und kaufen uns mal einen Plot. Müsste das nicht irgendwie im Chat stehen? Plot, ah hier, genau. Sech Plot und jetzt kann ich den hier kaufen. 10k. Der Plot wurde erfolgreich gekauft. Und jetzt haben wir hier unseren eigenen Plot. Achso, die Chest und so war sogar auch schon vorher da. Und das ist natürlich schön. Da kann ich ja hier erstmal meinen ganzen Müll reinlegen. Das Rezept kommt rein, verrottetes Fleisch. Und die beiden Picken vielleicht. Und ansonsten können wir alles hier wegwerfen. So, und dann würde ich sagen, sind wir jetzt bereit, mal Warzone zu gehen. Wobei sogar 4800 Gems eigentlich noch ganz schön viel sind. Na egal, ich gehe jetzt einfach Warzone. Wir haben ja schließlich jetzt als Quest Taxi zu benutzen. Und das Taxi steht wieder ganz normal hier. Okay, 1200. So, erkunde die Warzone und töte einen Spieler. Okay, das ist, 10.000 haben wir jetzt schon wieder. Ja, okay, ich gucke mal, ob ich jemanden finde, den ich auch schaffe zu töten. Und Leute, was auch ganz nice ist, da ist jemand schon vor dir und bringt mich um. Wie nett. Wow. So funktioniert das auf jeden Fall mit Spielern töten. Wahrscheinlich kostet jetzt schon 1600 und ich spawn dem. Warum gibt es schon Leute, die vor dir sind? Hilfe. Ja, okay. Also, sehr lustig mit töte einen Spieler, oder? Ja, okay. Die campen halt einfach nur alle Taxispots ab die ganze Zeit und diese Booster nerven schon leicht. Ja, okay, toll. Ich will einfach nur einen Spieler töten. Ist das jetzt echt zu viel verlangt? Boah, jetzt hat auch noch das Kit-Cooldown, ey. Ich könnte ausrasten. Ja, okay, Leute, dann machen wir das jetzt eben mit der Quest nicht mehr, die Folge. Mit der Töte-einen-Spieler-Quest. Ja, ich werde wahrscheinlich offline noch ein bisschen farmen in der Mine, dass ich schon mal ein bisschen vorankomme in der Mine auch. Und ja, dann hoffe ich mal, euch hat die erste Folge School Reloaded gefallen. Ja, dann sehen wir uns natürlich zur nächsten Folge oder bei einem anderen Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, Leute.